Dzień dobry, guten Tag. Ganz herzlichen Dank, Herr Paczynski, für die nette Einführung. Auch ich möchte Sie im Namen der Friedrich-Eber-Stiftung zu unserer Veranstaltung begrüßen. Es ist uns eine Ehre, dass wir das hier in der schönen Räumlichkeiten der berühmten Zeitschrift Politiker veranstalten dürfen und auch mit so einem renommierten Journalisten von Politiker als Moderator. Ganz herzlichen Dank für die Kooperation. Ist der Kapitalismus heute noch mit der Demokratie vereinbar? Ist die Hauptfrage, die uns leiten wird. Und ich habe nach 10 Monaten des Aufenthaltes jetzt hier in Polen, in meiner Funktion als Leiter des Büros der Friedrich-Eber-Stiftung, sehr wohl verstanden, dass das eine ganz wichtige Debatte ist. Und überhaupt ist in unseren beiden Ländern die Frage, wie muss Demokratie bewahrt, gestärkt, reaktiviert werden, immer wieder eine zentrale Frage. Und das haben wir mit unseren Freunden vom Ferdinand-Lassalle-Zentrum, Michael Siska, gemein, sodass wir in den letzten 2 Jahren einer ganzen Reihe von Veranstaltungen uns mit dieser Frage halt beschäftigt haben. Rolle des Marktes, des Staates, der sich verändernden Medienlandschaft, der Parteien, soziale Bewegungen, Bürgerbeteiligung, Streitkultur, Kompromissfindung, alles natürlich im Spannungsfeld problematischer Entwicklungen. Und das lief alles unter dem Titel Demokratia Reactivatia. Und ein schönes Buch ist daraus geworden und dazu wird Michael auch noch ein bisschen mehr sagen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass Professor Wolfgang Merkel unserer Einladung gefolgt ist. Professor Merkel ist eines der renommiertesten Demokratieforscher in Deutschland. Er beschäftigt sich mit dieser Frage systematisch und auf empirischer Grundlage, inwiefern heute der globalisierte Kapitalismus überhaupt nur von Demokratie einzufangen ist. Und das beschäftigt uns natürlich in unseren eigenen Ländern bis eben hin nach Griechenland und in Europa ist das eine ganz besonders wichtige Frage. Und große Freude ist natürlich auch, dass Professor Elżbieta Maczyńska auch gekommen ist, weil ich bin ja neu in diesem Lande und ich wusste gar nicht, wie berühmt sie ist, aber mir wurde man den Artikel aus der Gazette vorgelegt, als sie sich positiv mit Piketty auseinandergesetzt hat. Und da wurde sie mir gleich sympathisch. Und deshalb freue ich mich, dass sie heute bei uns ist. Und ich wünsche allen eine interessante und anregende Diskussion. Sie wird in Livestream übertragen, damit nicht eben nur 50, 60 engagierte Zuhörerinnen und Zuhörer hier da sind, sondern vielleicht noch viel, viel mehr an dieser guten Veranstaltung sich beteiligen können. Und ich möchte jetzt Michael bitten, das Wort zu ergreifen. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na naszej debacie. Vielen Dank, ich begrüße Sie ganz herzlich auf dieser Debatte ist zum Schluss einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die wir seit 2014 mit Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Thema Demokratia Reactivatia geführt haben. Und an diesen Debatten haben sich ganz hervorragende Wissenschaftler, Publizisten, aktive Personen angenommen und sie haben ihre Meinung über die Politik, über die Beziehung zwischen Demokratie, Internet, Sozial-, Zivilgesellschaft und so weiter. Und alles, was wir dabei erarbeitet haben, haben wir in einem Buch zusammengefasst. Sie sind die ersten Leser dieses Buches, weil dieses Buch gerade gestern das Verlag verlassen hat. Also ich lade Sie ganz herzlich ein, dieses Buch zu lesen. Und in diesem Buch haben wir ein Kapitel, das Medien gewidmet ist, vor allem der Boulevardpresse, der Situation, dass auch die öffentliche Meinung durch diese Boulevardpresse beeinflusst wird und das auch Einfluss auf die Demokratie hat. Das hat auch etwas zu tun mit dem Ort, in dem wir uns heute befinden. Das heißt, die Wochenzeitschrift Politiker, das ist eine Zeitschrift, die bestimmt keine Boulevardpresse ist, die der Meinung ist, dass wir hier wirklich immer den
einen hohen Standard ansetzen sollen. Und deswegen kann Politiker ganz positiv demokratische Gestaltung der Haltungen der polnischen Bevölkerung beeinflussen. Dafür danke ich sehr herzlich der Wochenzeitschrift. Und ich möchte auch dafür danken, dass zu der letzten Debatte in der ganzen Reihe Kapitalismus versus Demokratie gerade jetzt stattfindet. Wir werden nämlich am Sonntag die Volksabstimmung in Griechenland, also im Heimatort der Demokratie, erleben. Wir haben das aber mit dem Ministerpräsidenten Tsipras nicht vereinbart. Trotzdem passt es sehr gut. Und das hat auch unseren Diskussionsteilnehmern sehr gut gepasst. Ich freue mich, dass Herr Professor Wolfgang Merkel aus dem Wissenschaftszentrum Berlin unserer Einladung gefolgt ist. Und ich danke auch Frau Professorin Elżbieta Mączyńska, die Mitarbeiterin der Wirtschaftshochschule in Warschau und der Präsidentin der polnischen Wirtschaftsgesellschaft, dafür, dass sie auch bereit waren, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Und diese Diskussion wird von Jacek Żakowski, von dem Journalist Jacek Żakowski geführt, der gleich das Wort ergreift und Ihnen noch ein paar Worte darüber sagt, wie wir heute vorgehen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie trotz der Hitze das Haus verlassen haben und hier gekommen sind. Heute war vielleicht die letzte Zeit noch vor der größeren Hitze noch. Und wir machen das ganz einfach heute. Zuerst Herr Professor Merkel macht eine Einführung von 20 bis 30 Minuten, nicht mehr als 30 Minuten so ungefähr. Dann Frau Mączyńska hat die Möglichkeit, uns ihren polnischen Blickwinkel vorzustellen. Frau Mączyńska hat mit uns zusammen einen Bericht über die Kulturreform und die Funktion der Demokratie gesprochen. Welche Beziehungen gibt es hier zwischen der Demokratie und dem Markt? Wir hatten versucht, diese zwei Ebenen miteinander zu verbinden. Wir haben 2 Jahre an diesem Bericht gearbeitet. Heute können wir daran anknüpfen. Danach sehen wir vor, dass unsere Diskussionsteilnehmer noch eine kurze Diskussion führen. Und wir möchten auch Sie einladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Das ist wirklich eine sehr offene Frage. Es gibt ganz selten solche Themen, die so offen sind und noch nicht entschieden wie das heutige. Und jetzt möchte ich schon Herrn Professor Merkel bitten, das Wort zu ergreifen. Vielen Dank für den Applaus, aber den sollten Sie mir etwa am Ende geben oder aber auch vorenthalten, je nachdem, wie ich hier meine Sache mache. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein deutscher Professor ist konfus. So will es zumindest das Klischee. Deshalb wusste ich nicht, ob ich hier in Englisch oder in Deutsch vortragen soll. Mir wurde gesagt, ich solle das in Deutsch machen. Ich danke den Dolmetschern, habe ihnen englische Folien mitgebracht und das Ganze wird übersetzt in Polnisch, wenn das nicht ein guter europäischer Auftakt ist. Ich habe jetzt öfters diese sofortige Verbindung zu Griechenland gehört. Ich werde erstmal nicht zu Griechenland sprechen. Diese Parallele drängt sich auf. Eine kurze Bemerkung vorab. Griechenland war, oder die attische Demokratie war, eine Wiege, wenn nicht die Wiege der Demokratie, und wird heute immer wieder als ein Beispiel für direkte Demokratie gebraucht, im Gegensatz zur repräsentativen Demokratie, die so langsam im 18. Jahrhundert entsteht. Aber in Griechenland, zu Zeiten von Aristoteles, haben etwa nur 30% der dort wohnenden Bevölkerung das Recht gehabt, abzustimmen. Der Rest waren Periöken, die außen herum gewohnt haben, oder Sklaven,
Wir können mit Sicherheit, wenn am Sonntag ein Referendum ist, mit einer höheren Beteiligung rechnen. Ich will in folgenden knappen Schritten Ihnen meine bescheidenen Gedanken zu einer Thematik vortragen, die sehr viel älter ist, wie wir alle wissen, als das Problem Deutschland, Troika und Griechenland, in welcher Reihenfolge Sie das auch immer haben wollen. Das Ganze geht seit Adam Smith über Karl Marx hin in die 20er Jahre, insbesondere der ersten großen Weltwirtschaftskrise in dem 20. Jahrhundert und zieht sich ganz offensichtlich heute mit einem erneuten Tempo fort, weil ganz offensichtlich sich wichtige politische Koordinaten verändert haben in dem Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus. Gleich ein Kaviat noch hier am Anfang. Wir sollten nicht im Singular von Demokratie sprechen und auch nicht im Singular von Kapitalismus. Es gibt unterschiedliche Varianten und das ist von ziemlich entscheidender Bedeutung für das Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie. Noch einen ganz einfachen Satz vorab. Der Kapitalismus kann mit allen politischen Systemen existieren. Mit der Demokratie, mit Diktaturen oder auch mit, was wir hybride Regime nennen, wenn Sie etwa in die Ukraine oder andere Länder blicken. Also der Kapitalismus braucht die Demokratie nicht, aber die Demokratie braucht den Kapitalismus. Die Frage ist nur, welchen Kapitalismus? Und darüber will ich sprechen und will ganz kurz nicht in einem, wie in einem Seminar jetzt alle Definitionen von Demokratie und Kapitalismus herunterbeten, sondern ganz kurz doch darauf verweisen, was ich darunter verstehe, will darauf hinweisen, dass grundsätzlich unterschiedliche Logiken die Marktwirtschaft oder den Kapitalismus, ich benutze das als Synonym, und die Demokratie regieren. Will dann darauf kommen, welche neueren Entwicklungen etwas gebrochen haben, was man eine fragile Koexistenz zwischen Kapitalismus und Demokratie in der Nachkriegszeit zumindest in der westlichen Welt nennen kann. Ganz kurz und sicherlich sehr grob, man kann den Kapitalismus oder Varieties of Capitalism unterscheiden, indem man zum einen den anglosächsischen Kapitalismus in Reinkultur in den Vereinigten Staaten von Amerika soll heißen, der Staat ist ein schlanker Staat, er hat sich weitgehend aus dem wirtschaftlichen Geschehen herauszuhalten. Es ist ein Kapitalismus, den Karl Polanyi genannt hätte, einen disembedded Capitalism, der sich sozusagen selbst in den letzten 3 Jahrzehnten aus politischen und sozialen Regulierungen entlassen hat. Es gibt nach wie vor einen Unterschied zu den europäischen Formen des Kapitalismus, insbesondere wiederum von Frankreich bis zu Kontinentaleuropa, wo wir nach wie vor koordinierte Formen haben, der Staat einen wesentlich größeren Anteil am Bruttosozialprodukt hat, koordinierend und regulierend in bestimmte Märkte eingreift, insbesondere in Arbeitsmärkte, wie ich erklären werde und wie Sie wissen, sehr viel weniger in Kapital- und Finanzmärkte. Dennoch haben wir hier eine durchaus andere Form noch existieren, wenngleich bestimmte Konvergenzen hin zu dem angelsächsischen Kapitalismus nicht zu übersehen sind. Dann haben Sie eine ganz eigenartige Form des Kapitalismus in China in einer klaren Diktatur, wo Sie einen Mix haben von einem staatskontrollierten Kapitalismus mit Manchester-Kriterien, so wie es einst Marx und Engels
für das 18. Jahrhundert beschrieben haben, insbesondere wenn es die Rechte der Arbeiter angeht. Dann haben Sie einen oligarchischen Kapitalismus, der klare Gangster-Capitalism-Züge am Anfang der 1990er Jahre gehabt haben, und Ukraine und Russland sind sicherlich die besten Beispiele. Noch einmal, also der Kapitalismus taucht in unterschiedlichen Varianten auf und passt sich in unterschiedliche politische Regime ein oder dominiert die gar. Und man muss nicht nach China gehen. Das haben sie in Singapur in einer anderen Variante und hatten sie in einer monetaristischen Variante in Chile nach 1973 unter Pinochet. Ich dachte, ich hätte hier eine Folie zu, was ich unter Demokratie verstehe, habe ich nicht. Ich will es Ihnen ganz knapp sagen. Ich glaube nicht mit Josef Schumpeter, dass Wahlen, freie, faire Wahlen schon allein die Demokratie ausmachen. Diese Wahlen müssen eingebettet sein in andere, wie ich es nenne, Teilregime. Es müssen garantierte politische Rechte da sein. Diese Rechte müssen wiederum geschützt sein durch klare zivile Bürgerrechte. Sie brauchen drittens eine klare Kontrolle, insbesondere der Exekutive, aber auch der Legislative. Die Gerichte müssen unabhängig sein, ganz zentral. Und dann gibt es einen fünften Punkt, der ganz besonders heute relevant ist. Dieser fünfte Punkt heißt, es sollten nur jene Autoritäten und Institutionen berechtigt sein, allgemeinverbindliche Entscheidungen zu treffen, die durch eine demokratische Wahl dazu legitimiert worden sind. Ich komme darauf zurück, weil ich glaube oder sehe oder meine Indikatoren dafür zu haben, dass immer mehr weniger demokratisch legitimierte Akteure eine ganz wichtige Rolle spielen im internationalen Wirtschaftsgeschehen. Das sind nicht nur Zentralbanken, sondern das sind Wirtschaftsregime wie die World Trade Organization oder andere internationale Organisationen. Diese Form der Demokratie wird herausgefordert durch unterschiedliche Herausforderungen. Ich spreche auch lieber über Herausforderungen der Demokratie als einen ganz schlecht definierten Begriff. Krise der Demokratie. Wir wissen nicht genau, wann die anfängt, wann die aufhört. Wir wissen das nur, wenn ein demokratisches Regime kollabiert. Herausforderungen sind Globalisierung, und zwar insbesondere die ökonomische Globalisierung, aber auch eine Heterogenisierung, das heißt eine Pluralisierung ethnisch, religiöser und anderer Art der Demokratie, und was der große Hit natürlich von Piketty war, eine seit 3 Jahrzehnten kontinuierlich anwachsende sozioökonomische Ungleichheit, die sich längst in eine politische Ungleichheit übersetzt hat. Ich werde das hier nicht alles hier vorlesen, sondern will darauf verweisen, dass Kapitalismus und Demokratie unterschiedlichen grundsätzlichen Logiken folgen, aber auch Gemeinsamkeiten haben. Im Kapitalismus hat derjenige das Sagen oder diejenige, die über die Eigentumsrechte verfügt oder als Manager, die über diese Rechte verfügen darf. Also es ist Private Property, Privateigentum, während Macht in Demokratien nur legitimiert ist, wenn sie aus allgemeinen und freien und fairen Wahlen entstehen. Die Demokratie ist zumindest in der Theorie dem Allgemeinwohl verpflichtet, während der Kapitalismus auf einem individuellen Gewinn, Profit basiert und damit auch eine bestimmte Ungleichheit benötigt, konstitutiv benötigt. Das heißt, Ungleichheit reizt gewissermaßen wirtschaftliche Aktivitäten an. Die Frage ist, wie stark
diese Ungleichheiten sein können, damit sie auch unter kapitalistischen Bedingungen noch funktional sind. Beide benötigen einen rechtlichen Rahmen, der geht sehr viel weiter in der Demokratie. Ein Kapitalismus kann auch als Legalstaat existieren, aber es muss eine rechtliche Garantie der Investoren existieren. Das kann man sich richtig in Reinkultur in Singapur anschauen. Vielleicht ist Singapur tatsächlich auch so etwas, was unsere Zukunft an die Wand malt. Ich belasse es dabei, sage aber noch einmal hier, ich behaupte aus einer normativen Sicht, dass die Demokratie eine höhere normative Dignität besitzt, als dies der Fall ist bei der kapitalistischen Wirtschaftsweise oder der Marktwirtschaft, die im Wesentlichen dadurch ihre Legitimation erhält, dass sie effizient ist, effizienter als jedes andere Wirtschaftssystem und damit auch Wohlfahrt, ökonomische Wohlfahrt produziert. Es ist ein Lapsus linguae, ein entlarvender Sprachfehler oder vielleicht doch die Wahrheit von der deutschen Kanzlerin gewesen, wenn sie davon in der Griechenland-Krise davon gesprochen hat, dass die Demokratie marktkonform sein müsse. Wenn Sie sich das genau ansehen, heißt es, der Souverän ist der Markt. Die Demokratie hat sich anzupassen, während es völlig klar ist in jeder demokratischen Doktrin, der Souverän ist das Volk und die Ökonomie hat sich anzupassen. Aber ganz offensichtlich hat sich hier etwas verschoben und die Kanzlerin hat das sehr präzise auf den Punkt gebracht. Auch hier will ich nur ganz knapp etwas sagen. Ich habe von einem goldenen Zeitalter der Koexistenz von Kapitalismus und Demokratie gesprochen. Ich sage nicht, dass es ein goldenes Zeitalter der Demokratie gegeben hat. Ich glaube nicht, dass die Demokratien heute schlechter sind, als sie in den 60er oder 70er Jahren waren. Müsste ich nur mal die Frauen hier im Raum befragen, ob sie lieber in den 60er Jahren gelebt hätten. In der Schweiz durfte man nicht einmal wählen in den 60er Jahren. In den USA durften in sechs Staaten Afroamerikaner, die damals gerne auch Nigger genannt wurden, nicht wählen. And who the hell kann dann wirklich sagen, das war eine bessere Zeit der Demokratie? Nein, es gibt ungleichzeitige Entwicklungen, das ist mein Argument, aber in dieser Zeit gab es tatsächlich nationale Ökonomien und im Gegensatz zu globalen Ökonomien, das betrifft nicht den Austausch von Waren, nicht einmal richtig von Dienstleistungen, aber insbesondere von Kapital. Hier hat sich eindeutig etwas verschoben. In dieser Phase, die man etwa von 1950 bis zu dem Auftauchen von Margaret Thatcher und Ronald Reagan sprechen kann, gab es so etwas wie 3 Jahrzehnte eines keynesianischen Wohlfahrtsstaats mit großen Unterschieden. Sicherlich, Deutschland war nie richtig keynesianisch und war ein bismarckianischer Wohlfahrtsstaat. Aber sie haben das in Frankreich gehabt, sie haben das sogar in Italien gehabt und in den skandinavischen Staaten. Also hier gab es eine precarious balance, ein prekäres Gleichgewicht zwischen den beiden Systemen. Das hat sich geändert mit das, was man Finanzialisierung nennt. Financial Capitalism ist vielleicht nicht einmal der richtige Ausdruck. Diesen Ausdruck gab es schon in den ersten 2 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, soll heißen, mit Beginn der 80er Jahre und mit einem Höhepunkt des Washington-Konsensus 1990 sind Kapitalverkehrskontrollen weitgehend abgeschafft worden, Kapitalmärkte globalisiert worden. Der Staat sozusagen hat sich durch demokratische Entscheidungen, getrieben durch die USA stark, selbst entmächtigt, könnte man sagen. Hat sich selbst seiner Instrumente weitgehend beraubt. Wir kennen alle, wenn globale Firmen wie Google auftreten und sagen,
Wir kommen nur zu euch, wenn wir die ersten 4 Jahre überhaupt keine Steuern zahlen. Oder wir kommen nur zu euch, wenn wir kaum Steuer zahlen. Das ist sozusagen das Erpressungspotenzial, das große Marktakteure, Finanzakteure gegenüber den nationalen Ökonomien erreicht haben. Vielleicht noch etwas am Rande. Wenn man sich die Rolle von Zentralbanken anschaut, muss man fragen, warum der mächtigste Finanzakteur, die Zentralbanken, eigentlich am wenigsten demokratisch kontrolliert werden. Meistens ist das Argument, Demokratien und Parteien und Parlamente sind zu unzuverlässig. Geld ist eine zu ernste Sache. Die muss gewissermaßen den Experten überlassen werden. Und ich glaube, dass es einen Trend gibt hin zu Expertokratien. Und die Bürgerinnen und Bürger und die Bevölkerung wird wahrscheinlich Ja dazu sagen. Das sehe ich als einen negativen Trend hin zu expertokratischen Demokratien. Ganz kurz und etwas manipulativ, hier sehen Sie die Zunahme der Ungleichheit über den Gini gemessen, sehr robust, weniger als die Differenzen hier suggerieren, aber es ist offensichtlich eine nicht aufhaltende Entwicklung der ökonomischen Ungleichheit. Dasselbe sehen Sie hier, wenn Sie Armutsraten ansehen. Die USA, eine der reichsten Länder dieser Welt, haben Armutsraten, die fast bis 20% gehen, steigen hier langsam an. Aber Sie sehen auch in Europa, wie hier die Armutsraten und in Deutschland sehen Sie das auch deutlich ansteigen. Also Armut wird tatsächlich zu einem Problem. Demokratietheoretisch ist das deshalb ein Problem. Wir haben da vorher diskutiert. Ökonomische Ungleichheit setzt sich massiv in politische Ungleichheit um. Wir haben zurückgehende Wahlbeteiligung. Nicht die Mittelschichten enthalten sich, sondern das untere Drittel und manchmal gar die Hälfte ist weggebrochen. Beteiligt sich nicht mehr an der Politik. All diese neuen, netten und schönen Initiativen sind mittelschichtsgetrieben. Auch die Zivilgesellschaft, eine Mittelstandsveranstaltung. Wir nehmen das ganz offensichtlich hin und die Parteien versuchen gar nicht mehr, sozusagen diese Wähler zu mobilisieren. In diesen Tagen kommt niemand aus ohne mindestens eine Grafik von Piketty und die habe ich hier. Hier sehen Sie die Entwicklung der höchsten 0,1% Einkommen. Und was Sie hier sehen, ist wie eine Badewanne. Sie haben hier die Zeit in den 20er Jahren und dann geht die Ungleichheit deutlich zurück. Sie verlieren an Anteile die reichsten 0,1%. Dasselbe würde bei 1%, im Übrigen würden Sie dieselbe Grafik haben. Und wir sind hier heute zurück oder jedenfalls auf dem Niveau, auf dem wir in den 20er Jahren waren. Es gibt viele Gründe dazu, die ich hier jetzt nicht weiter ausführen kann. Ganz kurz, ich sehe eben folgende ungelöste Herausforderungen der Demokratie. Ich habe schon über die zunehmende soziale Selektivität, nicht nur beim Wählen, sondern insbesondere bei auch anderen Formen der politischen Beteiligung. Und wenn wir unsere netten und schönen NGOs ansehen, wer dort ist, das sind hochausgebildete junge Leute, da haben 80% Universitätsabschluss, da verirrt sich niemand aus den unteren Schichten. Und auch alle Überlegungen, mehr deliberative Demokratie ist etwas, was hohe kognitive Voraussetzungen hat, trifft also nicht die eigentliche Krankheit der politischen Ungleichheit. Also diese Selektion ist nicht gelöst. Auch darüber habe ich gesprochen. Hier gibt es die Finanzialisierung und die Globalisierung haben den Staat verwundbarer gemacht. Ich habe Ihnen die Argumente vorgetragen, insbesondere hier
eine Erpressung durch Investition oder Investitionsverlagerung ist etwas, was sehr eine große Rolle spielt. Und warum Syriza, wenn man nicht gewissermaßen eine Verschwörungstheorie hat, warum Syriza nicht schnell auf die hohen Einkommen zugreift in Griechenland, die chronisch nie Steuern gezahlt haben, ist, weil sie dann eine noch größere Kapitalflucht fürchten. Ich glaube, dass das ein wichtiger Grund ist, warum sie das noch nicht so gemacht haben, wie man es eigentlich von einer echten linken Regierung hätte erwarten können. Sie sehen hier noch einmal einen Zusammenhang, wenn Sie hier die Qualität der Demokratie, wir haben das mit 100 Indikatoren gemessen, sehen, und wenn Sie hier die soziale Gerechtigkeit im Sinne von sozialer Fairness ansehen, auch über 20 Indikatoren gemessen, sehen Sie, dass es hier einen ganz strikten Zusammenhang gibt. Je fairer Einkommen und Lebenschancen in einer Gesellschaft verteilt sind, umso höhere Qualität hat die Demokratie und vice versa. Sie sehen sich hier etwa in einem unteren Mittelfeld. Das dürfte sich leicht verbessert haben. Das sind Durchschnittswerte von 2000 bis 2010. Und in den letzten Jahren hat vermutlich Polen über eine neue wirtschaftliche Dynamik hier hinzugewonnen. Ich will hier noch auf einen Punkt eingehen und sagen, warum diese Ungleichheit von Einkommen und insbesondere Ungleichheit beim Zugang zur Bildung eine so wichtige Rolle für die Demokratie spielt. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren beobachten können, dass große gesellschaftliche Organisationen erodieren. Das gilt für die großen Volksparteien. Es ist ein robuster Abstieg, nicht nur an Mitgliedern, sondern auch an Wählern, gilt insbesondere für Gewerkschaften. Und diese haben in den vergangenen Jahrzehnten für die unteren Schichten so etwas wie die Weltdeutung übernommen. In dem Moment, wo diese Organisationen verschwinden oder das Vertrauen in sie verschwindet, können die unteren Schichten einen solchen Cognitive Shortcut, diese Weltdeutung nicht mehr in Anspruch nehmen. Und dann auf einmal spielt das individuelle Bildungskapital eine so wichtige Rolle für die politische Beteiligung. Deshalb sind wir längst in einer Mittelschichtsdemokratie angekommen, wo die absolute Top-Schicht sich längst aus allen Sachen herausdefiniert hat. Die schicken ihre Kinder nicht auf öffentliche Schulen oder öffentliche Universitäten. Also die Erosion von Volksparteien, Gewerkschaften, zum Teil auch von kirchlichen Organisationen, spielt hier eine sehr negative Rolle. Ich komme zu meinem vorletzten Slide. Es gibt also etwas, was für den Kapitalismus und spricht für eine Dominanz in einem neuen Ungleichgewicht. Das ist das, was amerikanische Kollegen genannt haben, Empire of Speed. Die Finanz- und wirtschaftlichen Transaktionen werden immer schneller. In Krisenzeiten haben wir das gehört. Druck auf die Parlamente, in einer Woche sich in höchst komplexe Geschichten einzuarbeiten und dann zu entscheiden. Ich glaube aber, Demokratie braucht Zeit, darf sich nicht unter Druck setzen lassen. Und das deutsche Parlament, der Bundestag, musste erst vom Bundesverfassungsgericht ermahnt werden, seine Pflichten ernster zu nehmen, war bereit, sofort zuzustimmen. Und das Verfassungsgericht hat das aufgeschoben. Die Märkte haben sich nicht in neue Turbulenzen begeben. Dasselbe gilt mit der Globalisierung. Der Raum ist ein anderer, ist kein nationalökonomischer mehr. Auch das spricht für die Dominanz internationaler Wirtschaftsakteure. Um das Ganze sozusagen etwas einfach abzurunden, ich sage, Demokratie braucht einen bestimmten Kapitalismus.
Das muss aber ein regulierter Kapitalismus sein. Er muss politisch eingehegt sein, muss sozialen Kriterien auch genügen. Sonst gibt es eine Dominanz der Märkte. Sonst wird nicht mehr der Souverän, ist nicht mehr der Souverän das Volk, sondern etwas platt formuliert das Kapital. Ich glaube auch, dass die Krisenszenarien von Jürgen Habermas und anderen berühmten Kollegen in den 1970er Jahren, die marxistisch inspiriert waren, nicht die eigentliche Wahrheit erzählen, nicht die Krise des Kapitalismus, sondern der Triumph des Kapitalismus ist das eigentliche Problem der Demokratie. Ich lasse es dabei, sodass wir genügend Zeit zum Diskutieren haben werden und freue mich auf die kritische Kritik. Vielen Dank. Bitte sehr. Mikro, bitte, Mikro. Wenn der Redner nicht ins Mikro spricht, sind wir ratlos in der Kabine. Und nun an die Arbeit. Frau Professor Mączyńska hat jetzt das Wort. 7 Minuten haben wir vorläufig abgesprochen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mich beteiligen kann an einer Diskussion mit Professor Merkel. Ich habe Publikationen von Ihnen, Herr Professor Merkel, bereits gelesen und ich beschäftige mich als Wirtschaftswissenschaftlerin auch mit verschiedenen Modellen des Kapitalismus. Unter diesem Zusammenhang hat mich insbesondere inspiriert hier diese Arbeit. Sie, ja, ob die Demokratie nur ein schöner Ausdruck ist, das heißt nur ein Schmuckstück. Und da definieren Sie, Herr Professor Merkel, auch drei Arten des Kapitalismus. Und nur diese erste Art ist eine klassische Art, wie im Laissez-faireismus. Und die andere Art ist ein regulierter Kapitalismus und der Neoliberalismus als dritte Art. Und ich stimme Ihnen zu, Herr Professor, dass nur die mittlere Art, das heißt der regulierte Kapitalismus, kompatibel ist mit der Demokratie. Bevor ich aber mit dem inhaltlichen Part beginne, möchte ich Ihnen gleich, Herr Professor Merkel, eine Frage stellen, denn wie wir wissen, sind die Deutschen sozusagen die Wiege des Ordoliberalismus und in dieser Diskussion würde sich lohnen, hier diese Arten voneinander zu unterscheiden. Und wir sollen, glaube ich, daran erinnern, dass der Liberalismus auch mit verschiedenen Bezeichnungen, mit verschiedenen Namen bezeichnet werden kann. Also nach Smith, aber Ordoliberalismus und Neoliberalismus sind zwei weitere Bezeichnungen oder Arten des Liberalismus. Und auf diese Art und Weise werden wir den Liberalismus nicht belasten. Mit der Verantwortung für alle Sünden dieser Welt. Und in Deutschland wurde bekanntlich das Konzept der sozialen Marktwirtschaft erarbeitet und implementiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eben ein Konzept, das auf Ordoliberalismus basiert. Und Ordo wie Ordnung heißt auch eine geordnete Zusammenführung, eine geordnete Verbindung von verschiedenen Lebensformen oder
Formen des sozialen Lebens, des Wirtschaftslebens und auch heißt Ordoliberalismus sich um eine nachhaltige Entwicklung kümmern. Es geht hier um eine Harmonie von wirtschaftlichen und sozialen Interessen und darüber hinaus auch ökologischen Interessen. Dies war und ist und wird immer noch betont sehr stark in diesem Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und wäre das so geblieben, hätten wir wahrscheinlich die Krise von 2008 nicht erleben müssen. Aber wie Sie, Herr Professor Merkel, in Ihren Publikationen schreiben, selbst die skandinavischen Länder haben dem Neoliberalismus kaum erfolgreich die Stirn bieten können. Selbst die skandinavischen Länder sind von der alten Form abgegangen, wo drei Formen des gesellschaftlichen Lebens harmonisch miteinander und funktionierten. Und ich habe gesehen, Herr Professor Merkel, dass Sie auch deutsche Politologen zitieren, Herrn Streck zum Beispiel, Herrn Professor Streck, aber auf dieser Liste habe ich nicht ein Buch gefunden. In Ihrem Literaturverzeichnis habe ich nicht ein Buch gefunden, das sehr gut zu Ihnen passt und zu Ihren Thesen, Herr Professor Merkel. Das ist jetzt eine Rückübersetzung von Ihren Steuern bis hin zu Ihren Schulden. Wo Herr Professor Streck unter anderem schreibt, dass man im Zusammenhang mit diesen neoliberalen Tendenzen die Rolle des Staates einzuschränken, die Rolle des Staates nur auf die Rolle eines Nachtwächters einzuschränken und nur niedrige Steuern begünstigen eine erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft. Im Zusammenhang mit so einer Herangehensweise, so einer Einstellung, wurde der Staat zwar nicht von den wichtigsten Funktionen befreit, aber die Mittel, um diese Funktionen zu erfüllen, wurden immer knapper. Und da hatten wir eine Dichotomie, das heißt, die Funktionen des Staates blieben bestehen, aber die Mittel wurden knapp. In diesem Zusammenhang mussten wiederum die Schulden immer größere Schulden, die Staaten immer größere Schulden machen. Da gab es neue Verbindungen mit dem Kapital, also ein Staat der Steuern wurde zu einem Staat der Schulden. Wer bezahlt, der regiert. Das heißt, man verwischt hier die Unterschiede zwischen der Rolle des Staates und der Rolle des Finanzsektors. Die staatlichen Interessen überlappen sich jetzt mit den Interessen des Finanzsektors und da sehe ich eine Gefahr für die Demokratie und für die Funktionsweise eines Rechtsstaates und auch für die Umsetzung der Konzepte, die ausgerichtet sind auf die Erhöhung der Lebensqualität. Ich stimme also fast allen Thesen von Herrn Professor Merkel zu, aber wenn Sie noch ein bisschen mehr sagen könnten, Herr Professor Merkel, über die soziale Marktwirtschaft und über den Ordoliberalismus. Und ich glaube, je stärker wird die Demokratie leiden, desto größer die soziale Ausgrenzung. Und so eine soziale Ausgrenzung bedeutet für mich, dass immer mehr Personen keine Bedingungen haben, um sich am politischen Leben zu beteiligen. Herr Jacek Żakowski ist für die Redaktion der Studie Kulturreform zuständig. Ich bin da zuständig für einen Part unter dem Titel Inklusive Wirtschaft. Und natürlich muss das ein regulierbarer und regulierter Kapitalismus sein, aber man darf darüber hinaus nicht alle, nicht bestimmte Schichten und Gruppen ausgrenzen. Warum ist diese Inklusion so wichtig? Also erstens ist das
eine Gesellschaft, die die zivilisatorischen Errungenschaften entwickelt und zu schätzen weiß, wie zum Beispiel soziale Versicherungen, Mindestlohn, Gesundheitswesen, Zugang zur Bildung. Das sind so zivilisatorische Errungenschaften, beginnend mit Bismarck. Und dann Mindestlohn kann man natürlich dem Adam Smith zuordnen. Adam Smith pflegte zu sagen, dass der Arbeiter mindestens doppelt so viel verdienen muss, wie das Existenz, also zweimal mehr als das Existenzminimum, weil er noch Kinder zu erziehen hat und so weiter und so fort. Also diese Inklusion ist mir hier sehr wichtig. Und ein weiterer Bestandteil ist ein Unternehmen, das niemand ausgrenzt. Also das heißt, die Partizipation der sogenannten Stakeholder. Sie haben darüber gesprochen, Herr Professor Merkel, dass die Gewerkschaften erodieren, dass die Volksparteien erodieren. Und in unserem Bericht finden Sie noch zusätzliche Aussagen zu diesem Thema. Aus UNO-Untersuchungen geht hervor, je höher die Partizipation, desto aktiver die Bevölkerung. Und die Unterschiede liegen auf der Hand. Die sind kaum in Frage zu stellen. Man kann also nicht sagen, dass das irgendwie ein statistischer Fehler ist. Und jetzt ein inklusiver Markt, das ist ein Markt, der die Konkurrenz nicht zerstört, nicht verzerrt und nicht kaputt macht. Wir wurden zu versklavten Konsumenten, zu versklavten Verbrauchern unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Aber marktwirtschaftlich, in Anführungsstrichen, je freier der Markt, desto größer die Macht der internationalen Konzerne. Und dieser fehlende inklusive Markt begünstigt keinesfalls eine Vielfalt auf dem Markt. Kleine Firmen werden sofort vernichtet von großen Konzernen, die im Überlegen sind, natürlich praktisch auf fast allen Gebieten. Heute habe ich im Rundfunk ein sehr interessantes Gespräch über große Handelsketten und da sehe ich auch sehr viele Unregelmäßigkeiten und Gefahren, die wir auch auf die Demokratie übertragen, negativ übertragen können. Das war also der dritte Bestandteil, der inklusive Markt. Und der dritte Bestandteil, dazu sage ich nur, inklusiver Staat und inklusive Kommunen, kommunale Selbstverwaltungen. Das ist eine Situation, wo jeder Staatsbürger weiß, er wird geschützt durch rechtliche Vorschriften. Und in Polen gibt es rechtliche Regelungen, die Menschen ganz einfach ex definitione ausgrenzen, zum Beispiel. Die Menschen dürfen zum Beispiel ihre Ansprüche nicht geltend machen, weil man, ja, wenn man betrogen wurde, dann muss man einen Prozentsatz der strittigen Summe einzahlen im Rahmen der Prozesskosten zum Beispiel. Und ähnliche Lösungen. Und fast immer, wenn jemand von einem großen Konzern ganz einfach betrogen wird. Da steht ein Otto, der Normalverbraucher, fast immer auf verlorenem Posten. Zum Beispiel sollen sich unsere Finanzämter jetzt befassen, dass wie zum Beispiel die großen Konzerne funktionieren, wie die internen Umrechnungen zwischen den einzelnen Konzerntöchtern funktionieren. Aber wenn wir so einen durchschnittlichen Finanzbeamten vor Augen haben, der keine Ahnung hat von großen Finanzen, dann hat er so gut wie keine Chance in einem Streit mit der juristischen Abteilung eines großen Konzerns. Und inklusive Selbstverwaltungen sind für mich Selbstverwaltungen, die eine Partizipation
Partizipation der Staatsbürger, und zwar wirkliche Partizipation fördern. Und wir wissen, wie viel in Wirklichkeit, wie viel fetteren Wirtschaft wir in Polen haben. Ohne eine inklusive Selbstverwaltung haben wir keine Demokratie. Und Polen, wir haben das gesehen in Ihrem Diagramm, Herr Professor Merkel, ganz unten, so auf dem Niveau von Mexiko ungefähr. Und es gibt noch fantastische Diagramme, wie die Wahlbeteiligung immer geringer wird, vor allem in den Schwellenländern, in den Ländern, die jetzt die Wende relativ frisch durchgemacht haben. Das heißt, diese Errungenschaften der Demokratie werden ganz einfach nicht in Anspruch genommen. Und noch Professor Daniel Odrich hat darüber gesprochen, das heißt, er spricht über eine vorzeitige Entindustrialisierung, das heißt, große Produktionsbetriebe sind verschwunden, die Produktionsstätten wurden verlagert oder die große Industrie funktioniert nur in Form der Montagewerke zum Beispiel. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen funktionieren nicht so gut. Das alles spielt auch eine Rolle. Wir haben hier gesprochen über die immer schwächere Rolle der Gewerkschaften bardzo dziękuję. Nie chcę so teraz długo gadać, ale dwie rzeczy bym tylko dorzucił, żeby pokazać grozę sytuacji. Pan profesor może był w podróży, ale rząd Tsiprasa miał projekt podatku solidarnościowego, który miał obciążyć średnie i duże przedsiębiorstwa działające w Grecji. Komisja Europejska się na to nie zgodziła, twierdząc, że jest to antywzrostowe. Oczywiście byłaby to bardzo dobre, byłoby to bardzo dobre uzasadnienie, gdyby ktokolwiek w Grecji miał ochotę robić inwestycje z pieniędzy, które ma. Prawda? Na przykład budować nową fabrykę. No, ale takich wariatów, mam nadzieję, za wielu na rynkach światowych dzisiaj nie ma. Dlaczego nie było tej zgody? No, nie było tej zgody, dlatego że te przedsiębiorstwa w większości są własnością inwestorów z krajów, których rządy decydowały o przyjęciu programu adaptacyjnego dla Grecji. To są firmy z matkami w Niemczech, w Holandii, we Francji. Tak więc to pokazuje problem. Otóż nawet w tak dramatycznej sytuacji interes, kiedy pada demokracja, jest groźba, że padnie euro, rozpadnie się Unia Europejska, będzie wojna globalna. A wiecie Państwo, jakie tutaj są budowane skrypowane scenariusze z Grecji. Kennen alle diese Schreckensszenarien. Selbst in so einer Situation gibt es diesen extremen Egoismus. Und dieser extreme Egoismus ist nicht in der Lage, für kurze Zeit ein Auge zuzudrücken. Ein weiteres Problem, spaßhalber, aber teilweise ist es ernst. Heute im Guardian ein Gespräch mit Jean-Louis Godard. Er ist kein Ökonom, er ist kein Politwissenschaftler, er ist ein denkender älterer Mann. Und der Godard sagt Folgendes: Wir müssen alle für die Urheberrechte bezahlen. Aber die Griechen waren doch die Gründungsväter der Logik von Aristoteles. Denn wenn wir jetzt Urheberrechte an Griechen abführen müssten, ich bin ein Mann, weil, ja, was weiß ich, 10 Euro pro ein Gebrauchsfall, dann ist Griechenland sofort raus aus der Krise. Und bei den Amerikanern müssen wir alles bezahlen. Das ist quasi eine Konvention. Für das, was uns die Griechen zur Verfügung gestellt haben, müssen wir nicht zahlen. Und dafür, was uns die Griechen zur Verfügung gestellt haben, müssen wir nicht zahlen. Das ist also eine Konvention. Die Amerikaner waren in der Lage, dies zu erzwingen, diese Urheberrechte, die Bezahlung der Urheberrechte. Zwei Dinge, also sehr konventionell, alle
Probleme, alle Fragen und die Situation wird sehr gefährlich. Und jetzt eine direkte Frage an Sie, Herr Professor. Gibt es so einen Treiber, eine Kraft, diesen galoppierenden Prozess umkehren könnte? Was könnte das sein? Oder aber ist die Demokratie, das entnehme ich auch als eine der Möglichkeiten, ich entnehme das auch Ihrem Text, vielleicht ist die Demokratie, wo die Menschen entscheiden, jetzt zu Ende und vielleicht haben wir jetzt, oder ist es ein Übergang zu einer Demokratie, wo das Geld regiert? Herr Professor Merkel. Was würden Sie dazu sagen? Wenn ich die letzte Frage beantworten könnte, würde ich besser bezahlt werden als ein kleiner Professor. Leider kann ich das nicht ganz. Aber ich will dennoch etwas dazu sagen. Wie ich Ihnen zugehört habe... Życzę, oczywiście, tego życzę. Das wünsche ich Ihnen natürlich. Das wünsche ich Ihnen aus zugehört allem Herzen. Habe und Aristoteles und die Logik habe ich mir schnell überlegt, gibt es so etwas in Deutschland? Da ist mir dann Einstein eingefallen und Einstein passt aber irgendwie nicht. Den hat niemand richtig verstanden und deshalb wird das Copyright auf Einstein nicht annähernd das einbringen wie die aristotelische Logik. Ich will zwei Fragen verbinden. Sie gestellt haben. Und zwar die eine mit dem Ordoliberalismus, Neoliberalismus und dann auch die Frage, was sozusagen dann eine Möglichkeit ist, diese Entwicklung zu stoppen. Also sozusagen... kann die Europäische Union etwas sein, die diesem angelsächsischen Kapitalismus, das war auch eine Idee von Jacques Delors damals, der die einheitliche europäische Akte, den Binnenmarkt mit vorbereitet hat und das hat auch die Sozialdemokraten eigentlich zu Befürwortern gemacht. Der Ordoliberalismus ist nicht ganz weg. Etwa in Deutschland oder im kontinentalen Europa. Aber der Ökonom, der Ihnen besser als mir bekannt ist, Douglas North, spricht von Pfadabhängigkeiten. Er sagt, solche Institutionen sind auch dann noch an ihrer Stelle, wenn sie schon nicht mehr richtig funktional sind, etwa im internationalen Wettbewerb. Es gibt eine Trägheit der Institutionen und wenn North recht hat, und ich glaube, dass er viele richtige Sachen in seiner Institutionenökonomik entwickelt hat, dann können wir auch erwarten, dass je länger die Zeit gegenwärtig fortschreitet, immer mehr Ordo-Elemente verschwinden und die liberalen Elemente immer stärker werden. Deshalb ist, ich mag eigentlich den Begriff Neoliberalismus nicht so sehr, aber diese radikale Hayek'sche von Friedrich August von Hayek, fiskalkonservative Neoklassik, die hat sozusagen die Ordnungselemente möglichst klein halten wollen. Und das ist das Paradigma, das auf den Keynesianismus und Ordoliberalismus gefolgt ist. Ich glaube auch nicht, und das sieht man auch, dass Interessen dahinter stehen in der Globalisierung, dass in einer Welt, in dem gegenwärtig der US-amerikanische Kapitalismus dominiert und der chinesische Kapitalismus als die große Herausforderung da ist, dass ein solcher kleiner Kontinent wie Europa will es im globalen Wettbewerb bestehen, zu viel von diesen ordoliberalen Momenten noch bewahren kann. Also der globale Druck schleift auch die Institutionen der sozialen Marktwirtschaft. Ein Punkt zur Europäischen Union. Warum kann die Europäische Union das nicht stoppen?
Es ist ein besonderer Motor, der in der Europäischen Union... Nie może, czy nie chce. Kann nicht oder will nicht. Die Europäische Union kann nicht oder will das nicht stoppen. Ich würde sagen, sie kann es nicht, weil sie sich selbst ein... Ich weiß nicht, ob es eine Falle ist, aber sie hat sich ein Recht gegeben, das heißt Wettbewerbsrecht. Das Wettbewerbsrecht ist das dominierende Recht in der Europäischen Union. Es dereguliert gewissermaßen alle Positionen, die den freien Wettbewerb behindern. Deshalb war es wahrscheinlich bei Tsipras sozusagen, hat die Kommission widersprochen, nicht wegen Wachstum. Da kann sie im Grund nicht hineinreden. Sie kann aber ins Wettbewerbsrecht reinreden und wenn eine übermäßige Besteuerung von internationalen Unternehmen dort geschieht, ist das so, landet das sofort bei dem Europäischen Gerichtshof und wird nach dem Wettbewerbsrecht entschieden gegen eine neue Re-Regulierung. Also das sehe ich gewissermaßen als Falle. Und es müsste sich eine andere Regelung insbesondere hier geben. Ich will einen letzten Punkt, ich will nicht zu lange reden, einen letzten Punkt noch dazu sagen, was wir gegenwärtig in der Europäischen Währungsunion erleben. Da erleben wir eine Spaltung Europas und eine Demolierung des europäischen Projekts. Ursprünglich war es ja so gedacht, die Währung, es gibt ökonomisch eine Krönungstheorie, die soll heißen, im Grunde erst eine politische Union und Einigung und dann eine gemeinsame Währung. Das wäre die Krönungstheorie gewesen. Und die Idee damals von Helmut Kohl im Übrigen auch, den Deutschen, aber auch den Briten und Franzosen, die Deutschen einhegen wollten eigentlich, in einer solchen Währungsunion war, dass eine gemeinsame Währung die politische Union vorantreibt. Und jetzt erleben wir genau das Gegenteil. Es spaltet die Union, es spaltet die in Nehmerländer und Kreditländer. Es wirft im Übrigen folgendes Problem für Deutschland auf, dass Deutschland gewissermaßen sein fiskalpolitisches, exportgetriebenes Modell exportiert. Damit exportiert es nicht nur ein Wirtschaftsmodell, sondern geradezu ein Lebensmodell. Eine protestantische Ethik, würde Max Weber gesagt haben, auf südeuropäische Staaten, die eine andere Art und Weise haben, mit ihren gesellschaftlichen Vorstellungen und Lebensplanungen umzugehen. Also hier könnte man sagen, aus dem protestantischen Norden wird ein Fiskal-, Wirtschafts- und Lebensgesellschaftsmodell anderen Ländern übergestülpt und das spaltet die Europäische Union und führt sie nicht zusammen. Und irgendwann wird es den Deutschen zurückgezahlt, dass sie jetzt sich als Präzeptor Europäer aufspielen, dass sie genau wissen, wie man eine gute Wirtschaft führt. Und ich finde das desaströs. No to rzeczywiście nie bardzo się udaje, jak widzimy. Jest taki polski film Chudy. Das sind wir nicht imstande zu tun. Wir haben einen polnischen Film, in dem eine Gruppe von Menschen, die sozusagen schon sozial ausgegrenzt sind, die stehlen eine Ziege und um sich nicht erwischen zu lassen, streichen sie diese Ziege schwarz, alles geht gut und dann fällt diese Ziege wieder ins Wasser und wird wieder weiß. Also es wird alles entdeckt. Und ich habe den Eindruck, dass der Süden von Europa ungefähr wegen der Krise ins Wasser gefallen ist. Und diese deutsche Ordnung, die sehr gut funktionierte,
jetzt irgendwie wie dieser Ziegel ins Wasser gefallen ist. Alles sah sehr schön aus und jetzt vier große globale Banken haben griechische Berichte verfälscht. Das hat selbstverständlich auch wegen Geld alles stattgefunden. Das hat aber auch dazu beigetragen, dass das Defizit größer wurde und so weiter und so fort. Aber Herr Professor hat hier eine sehr interessante Antwort gegeben, aber hat irgendwie die Antwort auf meine Frage nicht gegeben. Also, ist es möglich, hier die Macht wieder an die Politik zu geben? Oder Keynes hat hier recht, wir sind schon auf der anderen Seite und jetzt haben wir die Demokratie, die nur diesem Ziel dient, damit wir den sozialen Frieden haben und damit ganz einfache Menschen einfach den Eindruck haben, dass wir jetzt irgendwie Ordnung haben und die müssen sich nicht aufregen. Ist es so oder ist es nicht so? Szczerze. Also ehrlich. Eine erste Antwort heißt, ich will nicht nur hier pessimistisch reden. Das können die Sozial- und Politikwissenschaftler immer gut. Und wo bleibt eigentlich das Positive, wurde einmal ein kritischer Schriftsteller Erich Kästner in den 20er Jahren in Deutschland gefragt. Kästner hat damals geantwortet, positiv, die Zeiten sind nicht so. Ich will aber etwas anders sagen. Wir haben jetzt eine Debatte über Ungleichheit begonnen, endlich. Das ist von Joseph Stiglitz in den USA übrigens schon länger vorangetrieben worden. Und Stiglitz und Krugman waren ja auch die, die das Endorsement für Pikettys Buch gemacht haben. Aber die Diskussion ist da. Und ich endlich da. Und ich würde sagen, dass die Linke, die moderate Linke, die Sozialdemokratie und Sozialisten Südeuropas in den 90er Jahren einen großen Fehler gemacht haben. Sie haben die Verteilungsfrage komplett weggelassen. Sie haben nicht mehr darüber gesprochen. Und es war in Deutschland etwa eine grün-linke Regierung, der ich eher sympathisierend gegenüberstehe, die eigentlichen Steuerreformen durchgeführt hat, Unternehmen begünstigt hat, Kapitaleinkommen begünstigt hat und so weiter. Also diese Debatte haben wir und die Linke hat folgenden Fehler gemacht. Sie hat die Verteilungsfrage weggelassen und dann im Grund kulturelle Fragen, die wichtig sind, thematisiert. Und links hieß nicht mehr für Umverteilung, sondern links hieß für Genderfragen, Emanzipation Frauen, unglaublich wichtig für Minderheitenfragen, für Gay Rights und so weiter. Alles wichtige kulturelle Modernisierungen, die wir durchlaufen haben, aber darin hat sich's erschöpft. Darin hat sich's erschöpft und ich war irgendwie auch am Rande dabei, geglaubt, der sogenannte dritte Weg von Tony Blair und Schröder wäre ein neues Paradigma für die Sozialdemokratie. Ich glaube, dass sie den großen Fehler gemacht hat, dass sie geglaubt hat, diese wunderbare, nette, sympathische Zivilgesellschaft wird es schon machen und hat den Staat vergessen dabei. Und sozusagen diese Staatsvergessenheit ist ein großes Problem gewesen. Also die Mobilisierung an diesem Ungleichheitsfaktor ist etwas Wichtiges, was die links von der Mitte Gruppen und Parteien aufgreifen müssen. Aber noch einmal, wir sollten uns nicht zu große Hoffnungen machen. Wir leben in einer globalen Welt. Wir leben in einer globalen Welt. Und wenn eine Regierung antritt und sagt, wir wollen die Märkte regulieren oder wir wollen gar Steuern erhöhen, verlieren sie die Wahlen. Es gibt im Grunde in Europa nur zwei Länder, wo man die Wahlen nicht verliert. Wenn man sagt, wir wollen die Steuern mindestens so hoch halten oder gar erhöhen, das ist Schweden und Dänemark, weil sie gezeigt haben, dass sie mit den Steuern einigermaßen... Polska do władzy idzie.
Und Polen, da möchte ich etwas sagen, Polen geht jetzt mit der Partei Recht und Gerechtigkeit, die hat versprochen, Steuer zu erhöhen. Und es sieht so aus, dass sie jetzt die Wahlen gewinnen. Das ist sehr merkwürdig, dass es dieser Partei momentan nicht geschadet hat. Das heißt, alle anderen haben versprochen, die Steuern zu vermindern. Und das hat diesen Parteien bisher in Polen geschadet, mindestens in der letzten Legislaturperiode. Da warten wir die Wahlen einmal ab und vielleicht besteht ja dann Hoffnung, dass PiS die Wahlen nicht gewinnt. Proszę Państwa, Herr Professor hat auch darauf hingewiesen, mindestens habe ich das so verstanden, unsere Hoffnung ist, dass die Welt sich momentan mit der Frage der Ungleichheit befasst. Das ist wirklich eine Hoffnung. Ich möchte aber in Erinnerung rufen, das gefällt mir aber sehr gut, das Buch von Professor Stiglitz, der Preis für die Ungleichheit, könnte man als ein bisschen weniger wichtig als das Buch von Piketty sehen. Aber Piketty hat sich auf 15-jährige Forschung von unterschiedlichen Tendenzen gestützt und das waren die Entwicklungen der Ungleichheit in den letzten 300 Jahren. Also das war wirklich sehr gut fundiert. Gleich nach der Herausgabe des Buches von Piketty im März 2014 auf Englisch mindestens, hatten wir am Ende Mai dieses Jahres eine große Konferenz in London zum Thema inklusiver Kapitalismus und dann der weitere Titel. Es geht uns um eine bessere Weltordnung oder bessere Verteilung auf der Welt. Und da haben sich die Reichen dieser Welt alle zusammengetroffen, die wichtigsten Akteure, die wir im politischen Leben und Wirtschaftsleben damals hatten, Vertreter der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der Prinz Charles, Präsident Clinton und die Familie Rothschild und die Familie Rockefeller, obwohl sie sich gegenseitig nicht mögen. Und da haben die alle miteinander gesprochen und sind wieder nach Hause gefahren. Die einzige Schlussfolgerung, die sie hatten, die Welt ist jetzt schlechter geworden, die wurde zerstört. Das erinnert mir an eine Karikaturzeichnung eines polnischen Zeichners. Wir haben ein Weg, eine Straße mit dem Gott, der die Weltkugel auf der Schulter trägt und der Wegweiser zeigt in die Richtung Sanierungs- oder Überholungswerkstatt. Das war die einzige Schlussfolgerung, die wir nach dieser Konferenz in London damals hatten. Und dann im November die Frau Yellen von FED, die Präsidentin von FED hat dann eine schreitende Rede gehabt, dass die Ungleichheiten, die in den Vereinigten Staaten wirklich ein sehr hohes Niveau erreicht haben, das größte seit 100 Jahren. Und jetzt die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds sagt, also das, was Sie, Herr Professor, gesagt haben, die Staaten haben die Ungleichheiten vergessen. Und jetzt die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds sagt, diese Boote, die Staaten können nicht jetzt sich wieder bewegen, also wir müssen die unterstützen. Und je größer und intelligenter die reichen Menschen sind, desto besser verstehen sie, dass sie jetzt auch Probleme mit den anderen Menschen haben werden, die gegen sie die sie angreifen werden. Aber viel früher hat über diese Ungleichheit auch Professor Ignacy Sachs aus Polen gesprochen. Er hat in einer Veröffentlichung der Hälfte der 90er Jahre ein schönes Champagnerglas gezeichnet und er bezeichnete dieses Glas als
Glas des Schaums. Das heißt, er hat gezeigt, dass so ungefähr ein kleiner Teil der Weltbevölkerung 80% aus diesem Champagnerglas trinken darf. Und die weiteren Menschen, also die Mehrheit der Menschen, nur das trinken dürfen, was schon eigentlich in dem Bein dieses Glases noch übrig geblieben ist. Und ich freue mich, dass wir jetzt laut darüber sprechen. Mindestens das haben wir angefangen. Und dass wir hier jetzt warnen, alarmieren, dass wir jetzt vorwarnen und sagen, die Welt muss letztendlich sich ändern. Und das ist wirklich eine Überraschung, die FED oder der Internationale Währungsfonds versuchen uns jetzt vorzuwarnen. Das ist schon etwas Neues. Wir lesen in den Veröffentlichungen des Internationalen Währungsfonds, dass die Erodierung des wirtschaftlichen Lebens wirklich die wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflusst. Und das kommt aus diesen Kreisen, also Internationaler Währungsfonds oder die anderen, das heißt schon Hoffnung. Obwohl, trotzdem denke ich, dass wir nicht sehr schnell eine Verbesserung der Welt erwarten können. Das ist jetzt ein Tiger, der jetzt aus seiner Falle geflohen ist und es wird schwer sein, diesen Tiger wieder in den Käfig zu treiben. Ich könnte hier lange sprechen, weil es der nachhaltigen Stagnation verbindet, aber darüber möchte ich nicht mehr sprechen. Sie können das alles in unserem Bericht nachlesen. Ja, dort gibt es die ganze Weisheit der Welt. Aber das Problem beruht darauf, dass wir wirklich sehr viele Weisheiten heute auf der Welt haben. Und die intellektuelle Wende nach dem Jahre 2000 hat wirklich stattgefunden. Und das ist jetzt so ungefähr wie bei Andersen. Alle wissen, dass der König nackt ist. Und was damit? Gar nichts. To jest taki moment, und das ist der Zeitpunkt, moment próby, prawda? Bo dopóki to nie było jasne, dass wir wirklich vor einer Probe, vor einem Test stehen, solange wie es nicht klar war, war es anders. Wir haben an unterschiedliche Dinge geglaubt, wie der dritte Weg von Schröder und so weiter. Und jetzt glauben wir nicht mehr daran. Und jetzt haben wir nur ein Problem, wie können wir weiter agieren? Das heißt, wie können wir dieses Wissen nutzen, um jetzt die Situation zu verbessern? Wir haben jetzt 40 Minuten Zeit. Ich würde Sie ganz gerne ermuntern, sich an der Diskussion zu beteiligen. Tutaj zaczniemy może od pierwszego rzędu. Wir beginnen hier mit der ersten Reihe vielleicht. Jeder von Ihnen hat so ungefähr eine Minute Zeit, um einen Kommentar abzugeben. Dzień dobry Państwu, Janusz Szumański, Fundacja Przyszłość i Praca z Krakowa. Ja właśnie mam dwa pytania do pana profesora pierwsze. Tutaj tak wśród tych różnych fajnych, unter diesen vielen unterschiedlichen Büchern, die genannt wurden, wurde das Buch von Ulrich Becker, die neue Schöne neue Arbeitswelt genannt. Und Herr Professor Beck hat in diesem Buch ein schwarzes Szenario gemalt für die Zukunft der Arbeit. Er hat gesagt, es wird so sein wie in Brasilien und dass es eine Gefahr für die Demokratie ist. Die Rettung wäre es, die Demokratie davor zu hüten, um das zu tun, muss man entsprechende Modelle der Bürgerarbeit schaffen. Das versucht in Bayern, in Sachsen, aber das hat nicht richtig funktioniert. Deswegen möchte ich fragen, was denken Sie dazu? Frau Mączyńska, so ungefähr vor zwei Jahren, erinnere ich mich, als ich Ihnen damals vor zwei Jahren zugehört habe, und das war eine Konferenz über Armut und Ausgrenzung, und Frau Professorin hat gesagt, vielleicht müssen wir spät in Zukunft alles teilen, also entweder Arbeit und Wohlstand oder Armut und Arbeitslosigkeit müssen wir unter uns allen teilen. Aber wir sind nicht fähig dazu, wir sind nicht solidarisch genug. Noch ein ganz kurz zum Ordoliberalismus. Ordoliberalismus hatte immer ein Prinzip, so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie unbedingt notwendig ist. Damals waren aber Deutschland war ein Land, wo alles, vor allem das meiste auf
der Welt hergestellt wurde. Und jetzt ist China dieses Land geworden. Und dann im Jahre 2000 hatten wir eine große Diskussion darüber, was besser ist, den sozialen Staat umzubauen oder den total auflösen. Man hat gesagt, vielleicht auflösen. Dann hat man sich letztendlich entschieden, diese soziale Ordnung umzubauen. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, richtig zu tun. Deutschland hat wirklich sehr große Exportüberschüsse und sie können sich auch nicht leisten, die mindestsoziale Sicherheit zu gewährleisten. Dariusz Szwek, Berater des Oberbürgermeisters von Słupsk-Stolp, also pisać encyklika Laudato Si. Ich möchte Google. Hier an, also ich habe vor dieser Debatte eingetragen, Laudato Si von Papst in Google eingetragen und dann das erste Polonia Ergebnis, Portal Kim są ludzie, Polonia Christiania. Papieżowi podczas wir sind Menschen, die den Papst bei dieser jednym z doradców Franciszka, który pomagał mu przygotować encyklikę Laudato Si, jest dobrze znany w Polsce, ekonomista Jeffrey Sachs, to zwolennik aborcji. I polityki kontroli urodzeń. Ostatnio był on jednym z prelegentów biorącym udział w watykańskiej konferencji na temat zmian klimatycznych. Ja pozwoliłem sobie ten może nowy wątek wprowadzić. Wprawdzie pani profesor jak zwykle ekologię Also ich versuche hier dieses Motiv einzuführen. Wir hatten hier schon ein bisschen über die Umwelt gehört in dieser Wirtschaftsdebatte, aber ich meine, Umwelt ist wirklich eine Schlüsselfrage bei dieser ganzen Debatte und das ist vielleicht weniger die Frage an Herrn Professor, sondern an die Frau Professorin, Professorin Mączyńska und an Herrn Żakowski. Aber inwieweit denken Sie in Polen 2050 mit dem Präsidentensieg von Andrzej Duda von Recht und Gerechtigkeit mit Paweł Kukiz. Also wir haben hier diese große Debatte über die katholische Dimension der polnischen Gesellschaft. Und inwieweit können wir hier die Enzyklika von Papst nutzen, weil wir hier so viel über die soziale Ausgrenzung sprechen und hören. Das ist auch nicht immer direkt gesagt. Manchmal spricht man dort über Umwelt, über globale, ökologische Herausforderungen, aber inwieweit ist es möglich, dass wir hier in diesem katholischen Polen jetzt progressive Vereinbarungen schließen können, wo wir eigentlich vor kurzem nur eine Wahl hatten, die Bürgerplattform und Recht und Gerechtigkeit, und das war unsere Wahl bei der letzten Präsidentenwahl, und dann der Populismus von diesem Kukiz, der überhaupt kein Programm, kein System hatte. Dziękuję. Państwo zapisujecie pytania. Bardzo proszę, tu pan doktor Płóciennik jeszcze jest i tam może przejedziemy ten sektor, będziemy mieli zgodę. Also, gut, wir machen noch weiter mit den Fragen. Ich freue mich ja wirklich darüber, dass Sie so schnell, so schön über Ordoliberalismus gesprochen haben. Also vielen Dank dafür. Und ich möchte auch eine Frage stellen, die daran anknüpft, was hier schon gesagt wurde. Das ist die Frage an Herrn Professor Merkel. Sie sind schon hier in unserem Teil Europas. Und jetzt wäre es vielleicht wert und sinnvoll, ein bisschen darüber nachzudenken, welche Zukunft diese Region vor sich hat. In der Literatur haben wir wirklich Chaos, das herrscht. Peter Hall hat ja gesagt, es ist überhaupt nicht sinnvoll, auf uns zu schauen momentan, weil alles sich ja so schnell verändert, dass es überhaupt keinen Sinn hat, hier Strukturen noch einzuführen. Vielleicht es wird sich zu einem Modell wie Deutschland oder Frankreich oder Großbritannien entwickeln, aber nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Einer der deutschen Wissenschaftler, Andreas Nelken, hat gesagt, wir sind Dependent Market Economy. Das heißt, wir sind vom Kapital, vom externen Kapital und von externem Wissen abhängig. Alleine sind wir nicht imstande, das alles zu schaffen. Das ist wiederum ein Argument dafür, dass dieser Kapitalismus bei uns überhaupt keinen großen Wert hat. Und ein tschechischer Wissenschaftler, Jan Kupil, hat gesagt, in Mittel- und Osteuropa haben wir das sogenannte FDI-Based Modell. Das heißt, das ist
eine Variation der Dependent Market Economy. Deswegen meine Frage an Sie. Wo werden wir in 10 Jahren sein? Wie entwickeln wir uns in Richtung Deutschland, in Richtung Großbritannien, in Richtung Skandinavien oder in Richtung Russland? Oder noch eine Hypothese, vielleicht Sie entwickeln sich mehr in unsere Richtung und dann werden Sie sich mehr uns ähnlicher sein. Thomas Krawczyk, Europäisches Zentrum Natolin. Sebastian hat eigentlich die Frage gestellt, die ich stellen wollte, deswegen mache ich 3 ganz kurze Bemerkungen, Kommentare. Ich bin Jurist und jetzt die Gewalt des Rechts, das heißt, wenn wir einen Vertrag abschließen, dann müssen wir immer 2 Vertragsparteien haben, die diesem Vertrag zustimmen. Also da steht sich immer auf Vertrauen, das ist von der Römerzeit schon so und war immer so gewesen. Das heißt, wir haben hier immer diese Symmetrie, 2 Vertragsparteien, wir wissen, was wir wollen und wir stimmen diesem Vertrag zu. Also der Ordo-Liberalismus, da würde ich sagen, Ordnung, so würde ich das verstehen, also Strukturen, Hierarchien und auf keinen Fall eine Harmonie. Also Ordo aus dem Lateinischen bedeutet für mich nicht, dass man mit Harmonie assoziieren kann. Bitte. Diese Lexikal, also diese Diskussion, über den Sinn der einzelnen Begriffe, die sind für jede Debatte tödlich. Ja klar, aber die Gespräche über die inklusive Gesellschaften wissen, wir wissen, dass die größte Sünde jedes Politikers ist Naivität, was wir at the end of the day doch das, was wir wollen, umsetzen müssen. Also ja, wir machen noch ein paar Fragen und dann kommen die Antworten. Ich bin gestern aus meinem Heimatlandkreis zurückgekommen. Dort bin ich in 2 NGOs vertreten. Ich bin jetzt in der Rente, aber ich arbeitete immer als Journalist und ich arbeite immer noch als Journalist. Und ich möchte eine Frage stellen, die ich schon früher an Herrn Żakowski gestellt habe. Wenn wir gegen die Ungleichheit kämpfen wollen, müssen wir eine gewisse Gleichheit der Partner gewährleisten. Und bitte sagen Sie mir, ob wir irgendwo, irgendwie weit in der Provinz Gewerkschaften haben, in meinem Landkreis, haben wir keine Arbeitgeberverbände. In Warschau gibt es das vielleicht, die großen Verbände in der Hauptstadt, die funktionieren. Aber irgendwo in der Provinz, in den weiteren Landkreisen, hat man eigentlich keine Gewerkschaften. Wenn schon eine Gewerkschaft, dann ist das die Lehrergewerkschaft, die noch von einem Verwandten des Bürgermeisters in diesem Landkreis oder von dem Verwandten des Landrates geführt wird. Also das funktioniert alles nicht richtig. Auf die andere Art und Weise ausgedrückt, haben wir hier eine Chance, diese Gleichheitsdebatte zu machen, wenn wir diese Gewerkschaften nicht haben. Die jungen Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten, die wollen überhaupt nicht in eine Gewerkschaft eintreten. Und jetzt möchte ich noch an die Frau Professorin etwas sagen. Dieser Artikel aus der Gazeta Wyborcza, der hier schon erwähnt wurde, alle haben nach diesem Artikel sich ihrer Meinung angeschlossen und haben ihnen Recht zugegeben. Und das ist aber trotzdem, wir haben diese Situation momentan, dass die jungen Menschen von der Politik fliehen und sich nicht an der gesellschaftlichen Leben beteiligen wollen. Ich muss sagen,
30% Arbeitnehmer gehören in Polen zu den Gewerkschaften und nur 3% der Arbeitgeber gehören den Arbeitgeberverbänden. Das ist das polnische Phänomen. Die Arbeitgeber sind Eigentümer der Medien und die Sponsoren der Politiker. Deshalb haben sie wirklich eine wichtige Stimme im öffentlichen Leben. Aber organisiert sind sie gar nicht gut. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Sie haben sich die Fragen notiert. Wir beginnen mit Herrn Professor und dann Frau Professorin antwortet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Das sind alles sehr nachdenkenswerte Fragen, die ich sicherlich nicht zureichend beantworten kann. Ich habe auch hier Mitstreiter auf dem Podium. Ich will nur einige kleine Punkte anführen. Ulrich Beck, das war die erste Frage. Zukunft der Arbeit, Bürgerarbeit. Das ist ein sympathisches Konzept, aber ein hoffnungslos romantisches Konzept. Bei Bürgerarbeit sprechen wir über jene Arbeit, die dem Gemeinwohl dienen. Das kann in Vereinen sein, kann vielleicht auch in Familienarbeit sein. Das wird ein kleiner Teil sein der Arbeit insgesamt. Aber selbst wenn wir Mehrheiten dafür im Parlament finden würden, das müsste bezahlt werden, müsste über einen Haushalt bezahlt werden. Das wäre ein ganz kleiner Teil, der damit finanziert werden kann. Und im Übrigen, was wir auch erwarten dürften und müssten, ist, dass die ganz schlecht bezahlt werden würden. Da würden vielleicht wir Rentner, hätte ich fast gesagt, sozusagen dort arbeiten. Junge Menschen, wäre das ein Verbauen der Karriere geradezu. Und die wirtschaftlichen Chancen werden wo ganz anders liegen. Ich finde das sympathisch. Das Ganze wird keine Zukunft haben. Das führt nicht gleich dazu, dass wir brasilianisch werden und brasilianische Verhältnisse bekommen. Brasilien ist eine der ungleichsten Länder auf der ganzen Welt, noch viel ungleicher als die USA. Aber Brasilien hat übrigens was anderes. Sie haben dort die kreativsten demokratischen Innovationen eigentlich. Da gibt es eine Bürgerbeteiligung bei den Haushalten. Das berühmte Participatory Budgeting, wo sie über Handy mitbestimmen können und nicht nur über ganz kleine Teile, sondern in kommunalen und regionalen Haushalten bestimmen können, wohin das Geld fließt. Und das ist bis zu 25% der Haushalte. Ich würde, wo bleibt die Solidarität? Ich finde auch das ein romantisches Konzept, das sollen wir nicht aufgeben. Aber Solidarität wird nur auf Dauer gestellt, wenn sie institutionalisiert wird. Und das große Projekt im 20. Jahrhundert einer Institutionalisierung der Solidarität war zum einen der Aufbau des Sozialstaates, wo Risiken gewissermaßen auf die Gemeinschaft oder auf Versicherungsgemeinschaften umgelegt worden ist, im Übrigen auch auf das Steuersystem. Die Idee einer progressiven Steuer heißt ja, dass diejenigen, die mehr verdienen, mehr Steuer zahlen sollten. Das war die große Idee im 20. Jahrhundert. Wir wissen mittlerweile, die, die sehr viel verdienen, zahlen oft überhaupt keine Steuern, weil sie das Geld verlagern können. Jeffrey Sachs ist eine Sache für sich, das war die zweite Frage. Jeffrey Sachs war ja einer der Haupteinflüsterer von Leszek Balcerowicz, wie Sie wissen, für ganz bescheiden wie Jeffrey Sachs oder wie Amerikaner oder amerikanische Ökonomen sind, hat er gesagt, my plan for Poland. No, alles Mannschau, alle Potters Mannschau. Und damit ist er von MIT gewissermaßen hierher gereist. Und so weiter. Ich würde, aber er ist gewissermaßen vom Saulus zum Paulus geworden. Er spielt jetzt in der internationalen Entwicklungscommunity eine ziemlich positive Rolle. Er ist eigentlich relativ weit weg mittlerweile vor den neoliberalen Konzepten.
Katholizismus, ob der uns sozusagen davor bewahrt, noch mehr in die Ungleichheit hineinzurutschen. Ich bin kein Spezialist, aber es gibt die katholische Soziallehre und Rerum Novarum. Das weiß ich noch, 1929, und dann gab es noch was, Quadragesimo Anno, im 40. Jahr sozusagen, wo das begründet worden ist. Und das hat eine durchaus eine Rolle im 20. Jahrhundert gespielt und hat im Grunde die größte Kraft entwickelt dort, wo sie in christdemokratischen Parteien ernst genommen wurde. Das war auch in den 50er Jahren und den 60er Jahren durchaus im Sinne des Ordoliberalismus. Das waren keine Sozialdemokraten oder Sozialisten, sondern das war eine Mischung von Liberalen und dieser christdemokratischen Idee. Ich glaube aber, die Zeiten sind andere geworden. Selbst in einem so katholischen Land wie Polen glaube ich nicht an die Kraft sozusagen, dass hier auf einmal eine Partei, es müsste eine Partei sein, die das maßgeblich mit übernimmt und ins Parlament hineinträgt. Aber das alles wird dann wahrscheinlich im Sinne von Angela Merkel auch marktkonform verlaufen müssen. Und ich glaube, dass wir in einer Situation sind, in dem die Grenzen ökonomisch weitgehend gefallen sind und wo es schwierig sein wird, Einzelwege zu gehen. Das bringt mich zu der auch 1-Million-Dollar-Frage. Wo wird Polen in 10 Jahren stehen? In 10 Jahren werden sie mich nicht mehr einladen, deshalb riskiere ich eine Prognose. Ich würde sagen, zum Glück wird das nicht in Richtung Russland gehen, hoffentlich nicht in Richtung USA. Ich stelle mir aber auch nicht vor, dass Polen, und ich habe ein Argument dafür, dass Polen so wird wie Frankreich oder Skandinavien oder vielleicht Deutschland. Es wird ein liberaleres Konzept sein, wird ein schlankerer Staat sein, ein Staat, der weniger eingreift. Und das hat damit zu tun, dass Polen in Polen erst nach den 80er Jahren wirklich nicht nur Demokratie, sondern Märkte eingeführt worden ist. Und da waren gewissermaßen die Märkte globalisiert schon. Also es war die Falle der späten Vermarktlichung, in die Polen etwas hineingeraten ist. Und was wir ja in Kontinentaleuropa sehen, es ist nicht ein Mehr an Sozialstaat, sondern ein ganz langsames, in manchen Ländern schnelleres Abschmelzen von einem Sozialstaat, der in einer vorglobalisierten Ära im Grunde entstanden ist. Also Schweden wird Polen nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es in Richtung Großbritannien geht. Bardzo, bardzo dziękuję. To może pan Szwed przekaże prezydentowi Słupska dobrą wiadomość za 10 lat. Wird Herr Szwed szli tropem eine gute Nachricht i będziemy mieli małżeństwa jednopłciowe. Można poczekać. An den Bürgermeister von Stolp, von Słupsk. Wir werden auch Homo-Ehen haben heute in 10 Jahren in Polen. Pracy obywatelskiej. Otóż tenże Ulrich Beck wcześniej. Noch zu Ulrich Beck und zu der Bürgerarbeit. Derselbe Ulrich Beck hat ein Buch geschrieben, Risikogesellschaft, glaube ich, war der Titel. Und er hat damals geschrieben über die Berücksichtigung von Faktoren, die bewirken, dass der Mensch immer weniger zu sagen hat in der modernen Gesellschaft. Und ich würde nicht alle derartigen Ideen als eine komplette Utopie einstellen. Daniel Cohen, ein französischer Ökonom, spricht von 3 nützlichen Utopien. Nützliche Utopie gefällt mir sehr als Begriff. Wenn jemand beginnt, über etwas zu sprechen, dann ist die halbe Arbeit schon getan. Also bei Cohen war das zum Beispiel eine nützliche Utopie, dass wir übernationale
Regelungen für Finanzmärkte noch erleben, über eine nützliche Utopie, dass sich die ganze Welt in Richtung Grün entwickelt. Das war eine Anmerkung an Herrn Schwedt hier. Und die dritte nützliche Utopie, dass wir uns nicht nur als Verbraucher sehen, nicht als Konsumenten, und dass wir den aufdringlichen Werbung, der aufdringlichen Werbung Stirn bieten können und nicht nachgeben werden. Aber wir schreiben auch in diesem Bericht, darüber hat Ulrich Beck geschrieben, dass wir uns Gedanken darüber machen wollen, über eine Kürzung der Arbeitszeit pro Woche, zum Beispiel der Arbeitsstunden pro Woche. Aus allen Untersuchungen geht hervor, dass wir alles, praktisch alles im Überfluss haben, beziehungsweise haben werden. Die sozialistische Wirtschaft war eine Wirtschaft der Defizite. Jetzt leben wir in einer Wirtschaft des Überflusses. Also der Fortschritt hat jetzt eine Situation herbeigeführt, dass wir praktisch alles in notwendigen Mengen und darüber hinaus produzieren können. Das Problem besteht jetzt darin, an wen verkaufen wir unsere Produkte. 1975 haben wir in Polen arbeitsfreie Samstage eingeführt. Piłsudski, das war derjenige, der noch nach dem Ersten Weltkrieg in Polen die Zeit gekürzt hat, die Arbeitszeit gekürzt hat. Kluge Länder, darüber hat sich zum Beispiel Kurzweil geäußert, wo das defizitäre Gut, wo das defizitärste Gut die Arbeit sein wird, schreibt er. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Die Menschen sollen mehr Freizeit haben. Die werden dann kreativer. Die sollen nicht überarbeitet wirken. Also die werden sich mehr um ihre Familien kümmern, da haben wir demografische Probleme, sehr wenige Kinder kommen zur Welt in unseren Staaten, also wir brauchen eine andere Arbeitsphilosophie. Ich habe Angst vor Herrn Żakowski. Er ist hier der Zeitwächter, also Ordo nicht als Ordnung, sondern Ordo als Harmonie, Ordo als eine gekonnte Zusammenführung der verschiedenen Bereiche. Sie sind Jurist, aber ich bestehe darauf, dass es sich hier um Harmonie handelt, und ich bin bereit, Ihnen auch eine entsprechende Literatur zur Verfügung zu stellen. Nein, 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 noch nicht. Ich muss noch die Frage von Herrn Schmidt beantworten, ob es eine Verbindung gibt zwischen der sozialen Ausgrenzung und der ökologischen Ausgrenzung. Natürlich sind die beiden Fragen miteinander verbunden. Ich sage nur, weil ich weiß, dass meine Zeit knapp ist, dass dieses Problem außerordentlich komplex ist, aber dieses Problem kann man lösen oder kann man zumindest versuchen, dieses Problem zu lösen. Das heißt, man muss nur alle eine vernünftige Kostenrechnung berücksichtigen. Das heißt, die Kosten der Umweltverschmutzung tragen alle Menschen und die armen Menschen in besonderem Maße. Also in dem Zusammenhang müssen wir ganz einfach eine Frage stellen. Ja, wir haben zum Beispiel dieses Blatt Papier so billig produziert, aber dabei so und so viel Wasser verschmutzt. Der Mensch ist so ein komisches Wesen. Der Mensch kann einen Baum fällen und daraus Papier produzieren, und auf diesem Papier schreibt der Mensch so eine Losung: schützen wir unsere Bäume. Mein Kühlschrank zum Beispiel, was weiß ich, nachdem die Garantie zu Ende war, zwei Tage danach, war mein Kühlschrank kaputt, und es lohnte sich nicht mehr, diesen Kühlschrank zu reparieren.
Nun würde ich Sie bitten, die Disziplin wirklich einzuhalten. Frau Abgeordnete als Erste und alle haben dann eine Minute. Wir müssen noch Zeit haben, um die Fragen zu beantworten. Diese heutige Diskussion ist ein Kampf des Pessimismus gegen den Optimismus. Dazu einige Anmerkungen. Sie haben hier festgestellt, Herr Professor Merkel, und da stimme ich Ihnen zu, dass zu immanenten Merkmalen des Kapitalismus das gehört, dass wir eine immer stärkere Ungleichheit, eine immer größere Ungleichheit haben. Eine zweite Anmerkung, die Weltressourcen werden knapp, also wir werden um diese Ressourcen kämpfen müssen. Dritte Sache, das ist die Geopolitik, das heißt der Kampf zwischen den einzelnen Formen des Kapitalismus und die Dominanz. Eine noch weitere Frage ist der zunehmende Protest im Norden von Afrika, im Nahen Osten, also Protest gegen die neokoloniale Ausbeutung, und da haben wir einen Ausdruck in dem muslimischen Terrorismus, in einem modernen Kreuzzug der Islamisten. Wenn wir also davon ausgehen, dass dies der Fall ist, dann ist das, was wir hier tun, ein Kampf zwischen den Intellektuellen, die jetzt versuchen, diese Welt zu erkunden oder zu realisieren, was da los ist in dieser Welt, und den objektiven Prozessen, die dazu führen, dass die Kapitalisten mit Mistgabeln erstochen werden. Ich würde diese Einstellung, diese Herangehensweise als dominierend betrachten. Was glauben Sie dazu? Wir denken lieber, Sie waren auch Kapitalistin, daran erinnere ich. Guten Abend, Bartosz Jedlinski, Ignacy Daszynski Zentrum. Ich habe hier eine ganz kurze Frage. Sie haben alle gezeigt den Konflikt zwischen der Demokratie und dem Kapitalismus, und zwar seit den 70er Jahren. Sehen Sie eine Gesellschaftsgruppe, die Demokratie verteidigen wird gegen den dem Kapitalismus? Oder sollen wir alle, wir als Anhänger der Demokratie, schon jetzt die Koffer packen und feststellen, dass wir diese Schlacht verloren haben? Hier eine Wortmeldung, ja, in diesem Sektor. Janusz Horst, Freie Medien. Ich habe hier eine kurze und prägnante Frage an Sie, Herr Professor. Es fällt uns sehr leicht, über die Krise in Griechenland zu sprechen, um nicht über die Krise in Deutschland zu sprechen. Gibt es in Deutschland auch Untersuchungen, die zum Beispiel den Einfluss der Bürokratie auf die Wirtschaftsentwicklung untersuchen würden? Das heißt, was kostet jetzt die deutsche Demokratie und wann zerstört die deutsche Demokratie den Kapitalismus? Anna Sroka, Warschauer Universität. Die Untersuchungen müssen interdisziplinär geführt werden. Ich bin Politikwissenschaftlerin. Das, was Sie erzählt haben, war sehr interessant. Aber ich habe eine Frage an Sie, Herr Professor Merkel. Ich weiß, dass WCB eine sehr interessante Untersuchung führt zu der Qualität der Demokratie. Sie haben uns heute erzählt, dass die Demokratie heute besser ist als in den 70er oder in den 80er Jahren. Da stimme ich Ihnen zu. Aber sehen wir schon in den Untersuchungsergebnissen den Einfluss der Krise auf die Qualität der Demokratie. Sehen wir schon eine immer schlechtere Qualität der Demokratie nach dieser Krise. Krystyna Przygotowska, Lasarski, Hochschule, stellvertretende Vorsitzende des Deutsch-Polnischen Juristen. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Ich habe hier eine sehr hohe Qualität des deutsch-polnischen Dialogs gesehen, aber ich habe hier eine Sache vermisst, und ich möchte nach einer Sache fragen, die für Polen interessant zu sein scheint. Es ist uns gelungen, dank der deutschen Unterstützung bestimmte Bereiche des polnischen Rechts zu reformieren. Es gibt Vorschriften, die seit längerer Zeit existieren und nicht geändert werden müssen. Eine Frage in diesem Zusammenhang, was für einen Einfluss auf die polnische Demokratie hat jetzt diese polnische Debatte über andere Wahlkreise, tą demokrację pogłębić, czy wręcz odwrotnie, jak
diese einer Wahlkreise werden Sie einen Einfluss haben. Ręce, trzy ręce podniesione. Bardzo proszę. Ein noch drei Wortmeldungen. Pani profesor dokonała pięknej paraboli. Zaczęła od Pana Boga. Ja, Sie haben hier, hier diesen Witz erzählt über diesen Herrn Gott, der die Weltkugel trug in Richtung Überholungsservice. Und dann haben Sie noch Ihren Kühlschrank angesprochen. Wir werden jetzt mit dem Globalismus konfrontiert. Alte Methoden, Streiks, Gewerkschaften haben jetzt so gut wie keine Bedeutung mehr. Wir sind jetzt eine Gesellschaft der Bankautomaten. Wo kommt die Milch her, frage ich die Kinder. Natürlich aus dem Lebensmittel. Geschäft, oder die Kinder, wo kommt das Geld her? Aus den Bankautomaten. Ja, die Kapitalisten müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass sie mit Mistgabeln erstochen werden, weil es so gut wie keine Kapitalisten in Warschau gibt. Man muss das ganz einfach viel, viel anders sehen. Wir sprechen jetzt, dass wir hier in Europa so krähwinkelig sind und jetzt schon tickt eine Bombe, die bald nach Europa kommt. Und wir sind nicht in der Lage, diese Bombe. Ich habe zwei Fragen, vielleicht wir sprechen hier die ganze Zeit von der Demokratie und der Begriff Demokratie ist schrecklich unpräzise und ich darüber hinaus auch unwahr. Demokratos, also Wille des Volkes, es gibt keine derartige Demokratie. Die Demokratie, das ist eher die Diktatur der Mehrheit. Bei Wahlen oder bei einem Referendum gewinnt eine Option oder sogar eine Diktatur der Minderheit. Manchmal reichen nur 15% aus, um zu regieren. Also das ist eine Diktatur der Minderheit. Also sollen wir uns jetzt Gedanken machen über diesen unpräzisen Begriff? Und hier hat der Kollege von der Daszynski-Stiftung diese Frage auch angeschnitten. Wir sprechen jetzt über den Kapitalismus, aber da sehe ich einen Widerspruch. Das heißt, da entscheidet derjenige, der Geld hat. In diesem Zusammenhang eine Frage, ob Sie hier eine Alternative für den Kapitalismus sehen, weil die Wirtschaftsdemokratie fehlt. Sie haben auch das autoritäre System angesprochen. Die Chinesen sagen dazu, das ist eine sozialistische Marktwirtschaft. Vielen Dank. Elżbieta Ciborska. Ich bin wirklich fasziniert, nachdem ich das gehört habe, was Sie erzählt haben, Frau Professor Montinska. Ich habe Sie auch im Rundfunk gehört. Zwei Fragen, eine Anmerkung. Diese eine Anmerkung, diese Finanzialisierung, die erleben wir auch auf Ebene der staatlichen Behörden und der staatlichen Institutionen. Wenn der Staatspräsident den Grundsatz einführen wollte, dass auch die Argumentation der Steuerzahler in Betracht gezogen werden müssen bei unklaren Auslegungen der Vorschriften. Da hat sich herausgestellt, dass wir dazu ein Referendum brauchen, um diese Frage zu entscheiden. Das heißt, dass aber es gibt diesen berühmten Grundsatz in dubio pro reo oder Unschuldsvermutung. Und das ist viel, viel höher verankert als die Vorschriften der Finanzämter.
Eine weitere Anmerkung, das, was Sie gesagt haben zu der nützlichen Utopie oder zu den nützlichen Utopien, das kann man auch anders bezeichnen, das heißt als strategische Denkweise. Dazu muss man noch sagen, kreative strategische Denkweise, also nicht wie der Potjomkin die Dörfer gebaut hat, sondern oder wir die Fußballstadien. Man muss nach bestimmten Richtungen suchen, nach bestimmten Entwicklungsnischen für die Zukunft. Das nenne ich eine strategische Denkweise. Das hat einen Wert wie andere Ressourcen, Kapital und auf der zweiten Schale Strategien. Und eine Frage, die dritte, also meine Frage an beide Professoren. Wenn die Welt sich zusammensetzt aus internationalen, aus übernationalen Konzernen, die wichtiger sind als die Regierungen und als die Staaten, dann muss es an einem gewissen Zeitpunkt dazu kommen, dass dieses übernationale Potenzial irgendwie geregelt wird. Ich frage jetzt nicht, wie man dieses Potenzial regeln könnte in Europa oder in den einzelnen, in den anderen Weltregionen. Wie können wir das sozusagen auf der Ebene der gesamten Welt regeln oder regulieren? Ich schließe hier jetzt die Fragenrunde und ich gebe das Wort an Sie, Frau Professor, an Sie, Herr Professor. Frau Professor Mączyńska, jetzt als Erste. Die meisten Fragen bezogen sich auf die Demokratie und hier sitzt der Meister in Demokratiefragen. Ich beginne aber mit Ihrer Frage. Ich stimme Ihnen zu. Diese Defizite beziehen sich auch zum Beispiel auf das Gerichtswesen. Wenn zum Beispiel jetzt ein Konzern seine Ansprüche geltend machen kann und da kann der Gerichtsvollzieher zumindest in Polen bei einem elektronischen Verfahren sozusagen automatisch einschreiten und sozusagen eine Summe auf dem Bankkonto ganz einfach einziehen. Hier sitzen die Juristen, die können mich vielleicht korrigieren, aber ich gehe davon aus, dass die Rechtsvorschriften die Schwächeren zu schützen haben. Wenn es keine Schwächeren und Stärkeren gibt, dann hätten wir Rechtsvorschriften kaum gebraucht. Aber diese Rechtsvorschriften entscheiden jetzt eindeutig zugunsten der Stärkeren. Und das passiert unter dem eindeutigen Einfluss der Finanzialisierung. Das, was Sie gesagt haben zu der strategischen Denkweise, das gefällt mir. Ja, eine Politik, die nur warmes Wasser im Wasserhahn vor Augen hat, dazu braucht man nur eine Wasserversorgung und nicht einen Politiker. Die Mistgabelfrage. Frau Abgeordnete Grodzka. Ja, natürlich sehe ich hier eine Gefahr, dass hier zu Unruhen kommt, dass zum Ausbruch kommt. Ja, so je größer die Ungleichheit wird, desto höher auch diese Gefahr. Und daher brauchen wir eine Lösung, die diese Ungleichheiten nivelliert. In unserem Bericht schlagen wir zum Beispiel vor einen Mindeststundenlohn und auch andere Lösungen, aber wir haben jetzt keine Zeit, um uns hier mit Details zu befassen. Die sind unumgänglich. Es geht hier darum, die Marktwirtschaft zu retten und auch das die Nachfrage zu retten, weil die Nachfrage von Massen kreiert wird. Vor allem sehe ich hier so eine Gefahr, dass die Löhne immer geringer werden für, also in der Masse. War das alles? Ich möchte mich noch bedanken für Ihre herzlichen Worte, aber
zumindest die Hälfte gilt dem Herrn Sroczynski, der dieses Interview geführt hat im Rundfunk. Und falls das Ihnen gefallen hat, ist das nicht nur mein Verdienst sozusagen, aber jetzt wurde ich als Sozialistin eingestuft nach diesem Interview im Rundfunk, obwohl ich keiner Partei angehöre. Also es gab auch recht viel Kritik. So viel meinerseits. Sie, Herr Professor Merkel, bitte sehr. Das finde ich ja nett, dass es ein Missgabelparadigma jetzt in der politischen Diskussion gibt. Eine Anmerkung dazu. Die Ungleichheit führt meiner Meinung nach nicht zu Protest. Das ist ein mechanistisches Denken. Alles, was wir wissen, ist, dass die Ungleichheit eher zu Apathie führt. Also das untere Drittel oder die unteren 40% sind nicht die, die protestieren. Die sind politisch weg. Die sind weggebrochen aus der Gesellschaft. Das ist nicht sozusagen ein mechanistischer Leninismus, dass wo Unterdrückung und Ungleichheit ist, da ist auch Protest. Das funktioniert nicht mehr so. Die steigen aus aller politischer Beteiligung aus. Das ist das, was wir in unseren Studien zu Europa sehen. Und endlich haben wir, liebe Frau Kollegin, mal einen Dissens. Den will ich natürlich ausnützen. Ich glaube nicht, dass wir so einfach sagen können, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Die Frage ist, wer ist wir? Wenn wir sagen, es gibt eine große Ungleichheit, dann ist dieser Überfluss so ungleich verteilt, dass ein guter Teil unserer Gesellschaften in allem anderen als Überfluss leben. Ich glaube auch nicht daran, dass uns die Arbeit ausgeht, dass die Arbeit immer weniger wird. Das war ein soziologischer Begriff in Anfang der 80er Jahre und nichts ist geschehen. Ich glaube, dass die Arbeit generiert wird, wissen Sie alles besser, durch eine Produktivität, durch eine schöpferische Zerstörung, würde Schumpeter sagen, die erleben wir im IT-Sektor und so weiter. Und wir erleben auch nicht, dass die Menschen weniger arbeiten sollen. Es war in den 80er Jahren, gab es in Frankreich, in Deutschland diese Diskussion um die 35... Das Ende der Arbeit, ja? Ja, das gab es aber auch sozusagen deutsche Soziologen. Jeremy Rifkin ist für mich eher ein Priester als ein klarer Soziologe. Ich habe ihn mehrfach erleben dürfen und es ist nicht, dass er keine Vision hat. Aber was wir erleben, ist eben nicht, dass wir weniger arbeiten. Was wir in der Griechenland-Debatte sehen, ist, dass der Norden Europas Griechenland angreift und kritisiert, dass sie nicht genügend arbeiten. Und wenn sie in einer gemeinsamen Währungsunion Länder haben, die eine höhere Produktivität haben, eine höhere Arbeitszeit, Lebensarbeitszeit und Wochenarbeitszeit, müssen die anderen Länder gewissermaßen reagieren und nachziehen. Also ich sehe eher einen Druck zu mehr Arbeit. Im Übrigen wird man natürlich auch etwas älter und leben länger und es wird auch längere Arbeitszeiten geben, nicht in jedem Beruf, sicherlich nicht bei den Stahlarbeitern, aber bei den Professoren, bei den Beamten. Wir sind mit 65 nicht so alt, wie die Menschen vor 40 Jahren mit 65 gewesen sind. Wir leben 10 oder 15 Jahre länger. Ich glaube nicht, dass die Arbeit ausgeht. Ich glaube, dass es ein normatives Ziel sein kann, dass wir weniger arbeiten und dann kreativer sein werden. Das hat übrigens auch schon Karl Marx, der junge Karl Marx in der deutschen Ideologie geschrieben. Das hat mich als Student immer sehr fasziniert. Welche Gruppe wird die Demokratie verteidigen? Was ich sehe, alle Proteste sind Proteste der Mittelschichten. Die Mittelschichten sind nicht nur im Parlament, in der Regierung, in den Parteien, die sind mittlerweile auf der Straße.
wenn es gegen große Infrastrukturprojekte geht. Und das sind nicht immer die Jungen, sondern da gehen die aktiven Rentner auf die Straße. Wir hatten ein solches Projekt in Deutschland. Das ist auf einmal ein mediales Projekt gewesen, wo die Menschen gegen den Umbau eines Bahnhofes protestiert haben und ein ganzes Jahr lang. Und das waren fast alles Akademiker. Und wenn Sie Proteste etwa bei der Occupy-Bewegung sehen, das sind junge Akademiker. Also die Mittelschichten werden die Demokratie verteidigen, aber die werden eine bestimmte Art der Demokratie verteidigen, die ihnen den Zugang zur Partizipation ermöglichen. Und ich bin keineswegs so skeptisch und sage, die Demokratie wird untergehen. Sie wird erstmal nicht untergehen, aber sie verliert ein Drittel der Gesellschaft auf dem Weg. Sie wird sehr viel stärker ergebnisorientiert sein als beteiligungsorientiert, stärker auf Experten setzen als auf politische Repräsentanten. Das ist eine schlechte Nachricht für eine Abgeordnete. Aber hier sehe ich gewissermaßen Umschichtungen. Anna, Qualität der Demokratie. Gibt es schon einen Einfluss der Krise? Wir haben ein großes Projekt in Berlin mit der Universität Zürich, messen die Qualität der Demokratie mit 100 Indikatoren, glauben, dass man das so machen kann. Nein, das gibt es nicht. Wir konnten sehr klar sehen über die Zeit, etwa wie Berlusconi in Italien an die Macht gekommen ist. Da sieht man einen robusten Abstieg, auch bei George W. Bush. Jetzt sage ich aber mal was ganz Problematisches. Ich habe vorher gesagt von der Kanzlerin, dass sie zwar einen guten Nachnamen hat, aber dass ich die Politik nicht besonders teile. Aber die Kanzlerin folgt demokratischen Mustern im eigenen Land. 80% der deutschen Bevölkerung denken, dass sie eine richtige Politik macht. Sie ist nicht von den Griechen gewählt, sondern sie ist von den Deutschen gewählt. Insofern haben wir geradezu in der Europäischen Union ein besonderes Paradox. Die Deutschen wollen, dass die Kanzlerin das macht, und die Kanzlerin macht es, weil es die Deutschen wollen. Das ist eine Demoskopie-Kanzlerin im Grunde. Sie kann aber nicht anders handeln, weil die große Teile der Bevölkerung, aber auch der Eliten hinter ihr stehen. Das ist ein großes Problem. Griechenland könnte übrigens sagen, wir wollen eure Kredite nicht. Das Parlament ist souverän. Es sagt es nicht, weil es dann noch größere Wohlfahrtsverluste erwarten kann. Also die Demokratieproblematik bricht hier richtig auf, dass nationale Regierungen gebunden sind an ihre Wählerschaft und schon deshalb Schwierigkeiten haben, in der Europäischen Union dann gemeinschaftsverträglich zu handeln. Und eine Frage ging ja auch danach, wie diese Räume jenseits des Nationalstaates, supranationale Sphären von der Europäischen Union bis zu der internationalen Klimakonferenz oder der WTO etwa demokratisiert werden können. Tut mir leid, hier habe ich eine schlechte Nachricht. Ich meine, je größer die Räume werden, umso weniger sind sie zu demokratisieren. Es gab schon, und es war ja ein sehr kluger Kommentar, es gab schon einen Demokratieverlust von der direkten Demokratie kleiner Stadtstaaten hin zur Territorialstaat und der repräsentativen Demokratie. Die Demokratie ist in der Partizipation, in der Repräsentation und in der Dezision, in der Entscheidung ganz stark an nationale Kontexte gebunden. Und selbst in dem hochinstitutionalisierten Raum der Europäischen Union haben wir das Problem, dass die sehr viel weniger demokratisch ist als die Nationalstaaten. Es gibt das Bonmot, wenn die Europäische Union selbst Mitglied in der Union werden wollte, würde sie abgelehnt, weil sie nicht die Demokratiekriterien erfüllt. Das ist insofern ein Problem, und ich sage das als jemand, der postnational denkt.
jede Kompetenz, die wir abgeben aus dem Nationalstaat an die Europäische Union, ist demokratisch weniger geschützt. Also wir sehen hier sozusagen Werte, die aufeinander prallen, und die Welt ist nicht einfach, und hier muss man Abwägungen. Aber glauben bitte nicht, dass wir in 10 Jahren die Welt jenseits des Nationalstaates demokratisieren können. Das können wir nicht. Jakoś nas pan tym nie zaskoczył. Ale żeby tak zachować trochę demokracji tutaj w Europie, w Polsce na przykład, to już by było przyjemnie. Właściwie o niczym więcej chyba nie trzeba marzyć, jak o tym, żeby demokracji nie było. Dużo gorzej. Also, dass wir mehr Demokratie haben, ohne Demokratie wäre es schlechter. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Es gibt dieses Bardzo dziękuję, panie profesorze. Vielen Dank an die Frau Professorin, an Sie alle.